sehen gerade einen verminderten Wasserspiegel dort, weil wir mit einer Hochleistungspumpe das Wasser in zwei Nebenbecken leiten, um dort das Wasser zu speichern. Wir warten auf die nächste Regenzeit, dann werden sich die Becken wieder automatisch füllen. Bis das der Fall ist, müssen wir natürlich mit Hilfsmitteln wie Pumpen arbeiten. Also hier haben wir ein Ausgleichsbecken, nicht zuletzt um Fische anzuziehen und Wasserpflanzen. Wir haben hier in der ersten Ebene ein ungefähr 20 bis 30 cm hohes oder beziehungsweise tiefes Becken. Ist abgestuft immer weiter bis auf 2,10 Meter. Wir stehen jetzt hier auf der direkt gegenüberliegenden Seite und haben hier im Prinzip ein ähnliches System, ein bisschen anders aufgebaut. Wir spielen hier mit den Tiefen, ja, das heißt, wir können hier wieder mit anderen Pflanzen arbeiten. 20 plus 40, 60 cm insgesamt hier auf dieser Ebene und dort drüben ganz am tiefsten Punkt haben wir von der obersten Kante angemessen ungefähr 2 Meter. Weiter links rüber sehen wir gerade den Romario, wie er den Innenwall gestaltet. Dieser wird später bepflanzt, vielleicht mit Obst, Gemüse oder einfach nur mit ein paar Blümchen. Das Ganze gestalten wir ein bisschen verspielt, nicht einfach eine gerade Linie auf 80 cm. Das ist uns ein bisschen zu steril. Wir wollen hier ein bisschen spielen mit den Erden. Wir bringen Erhöhungen auf, Vertiefungen auf und später in der Mitte noch eine 3 Meter breite Durchfahrt für den Aufsitzrasenmäher für die spätere Pflege des Grundstückes.